Ich bin hier bei der ESA gerade 5 Meter über dem Boden in der Hertz Chamber. Hier wurden 100.000 kleine blaue Pyramiden installiert, und zwar an der Decke, an den Wänden und auf dem Boden. Aber was genau macht die ESA mit diesen 100.000 blauen Pyramiden aus Schaumstoff? Die Europäische Raumfahrtagentur hat ja einiges an ungewöhnlichem Equipment, aber Schaumstoffpyramiden in einem 600 Quadratmeter großen Raum? Und nein, das hier ist nicht einfach ein besonders groß geratener Schallraum. Was hier drin passiert, ist weder hör- noch sichtbar. Und trotzdem ist es wichtig für jeden Einzelnen von uns. Weltraumorganisationen reißen sich darum, den Raum für ihre Tests zu benutzen, und er ist bereits jetzt für das ganze Jahr ausgebucht. Aber wir durften rein. Also haben wir unsere Sachen gepackt und sind zur Europäischen Weltraumagentur gefahren. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Dr. Watson. In Noordwijk in den Niederlanden ist einer der größten ESA-Standorte. Und tatsächlich waren wir ja schon mal da. Als im Dezember 22 eine Ariane 5-Rakete ins Weltall geschossen wurde, war ich live dabei. Das Video dazu findet ihr hier. Was an dem Tag aber auch passiert ist, wir standen vor dieser Tür. Einer Tür zu einem super speziellen Raum, aber wir durften nicht rein. Denn in diesem Raum finden extrem sensible Messungen statt, die für die europäische Raumfahrt super wichtig sind. Umso glücklicher waren wir dann, als ein paar Wochen später die ESA einfach anrief und sagte, wenn wir an einem ganz bestimmten Tag vorbeikommen, dann dürfen wir da rein. Und jetzt war es endlich soweit. Wir waren für euch in der Hertz Chamber der ESA. Hier werden Antennen für Satelliten getestet. Darunter einige Berühmtheiten. Eine der Antennen vom Columbus-Modul der ISS, die die Kommunikation mit der Erde seit 3 Jahren fast in Echtzeit ermöglicht, wurde hier getestet. Ebenso wie Equipment für die Meteosat-Satelliten der 3. Generation. Das sind die berühmten neuen Wettersatelliten der ESA, über die wir das andere Video gemacht haben. Und auch Antennen für unser aller Lieblingsteleskop wurden an diesem Standort geprüft. Das hat mir Benedikt Bürn verraten. Er ist einer der Wissenschaftler, die hier arbeiten. Gibt es eine Lieblingsmission, die du hast, wo du sagst, das war... Ja, ich glaube, das James-Webb-Teleskop war schon ein sehr besonderer Moment. Tatsächlich ist hier in der Hertz Chamber aber eigentlich jeder Forschungstag besonders wichtig. Denn ohne Antennen würde in der Raumfahrt quasi nichts laufen. Jedes Mal, wenn wir eine Information ohne Kabel von A nach B senden wollen, sind sie involviert. Für die Erde ist das praktisch. So können wir Telefone mit ohne Schnur haben und WLAN ohne Kabel. Für das All jedoch sind sie unverzichtbar. Wir haben Telekommunikation, um die ganzen Daten auch zur Erde runterzusenden. Dafür benutzen wir Antennen. Wir haben dann aber auch Payloads, wo wir zum Beispiel für Erdbeobachtung, wo wir die Erde mit Antennen im Mikrowellenbereich abmessen. Und genau, und dafür brauchen wir halt Antennen. Sie sind also für alle Missionen super wichtig. Deshalb muss man prüfen, dass sie richtig funktionieren, bevor man sie ins Weltall schießt. Und genau dafür gibt es die Hertz Chamber. Bevor wir dazu kommen, was hier genau passiert, nochmal kurz erklärt, wie Antennen eigentlich grundsätzlich funktionieren. Zu einem Antennensystem gehören mindestens ein Sender und ein Empfänger. Das Signal, das eine Antenne aussendet, hat dabei die Form von Wellen. Je nach Typ kann deren Länge zwischen Bruchteilen eines Millimeters und mehreren Metern variieren. Diese Wellen verteilen sich dann mehr oder weniger in alle Richtungen. Man kann sich das so vorstellen wie ein Stein, den man ins Wasser wirft. Dieser Stein formt kugelförmige Wellen, die sich auf der Wasseroberfläche ausbreiten. Diese Wellen kann man aber auch durch einen geschickten Aufbau der Antenne gezielt in eine Richtung konzentrieren. Das hat den Vorteil, dass so die Signalstärke gesteigert werden kann. Nur, die Antenne sollte dann auch möglichst präzise senden. Wenn sich ihr Signal einen Millimeter weiter links konzentriert als geplant, kann das, viele Kilometer weiter, auf der Erde, schon einen großen Unterschied machen. Im schlimmsten Fall hat man dann erstmal einen super teuren Satelliten im Weltall, der mega wichtige Daten über die Erde übermittelt, die wir aber nicht vernünftig empfangen können. Auch bei Satelliten wie zum Beispiel denen vom Starlink-System müssen die Antennen sehr präzise arbeiten. Da es immer mehr davon gibt, steigt zum einen das Risiko, dass die vielen Signale sich gegenseitig stören, und zum anderen müssen solche Satelliten, die nicht immer über dem gleichen Punkt auf der Erde schweben, möglichst nahtlos von einer Empfangsstation zur nächsten wechseln. Wenn das nicht richtig klappt, dann gibt es Ausfälle und Verzögerungen, und wie sich das anfühlt, das wissen wir. Ebenfalls richtig blöd kann es sein, wenn man am 14. Februar keine Nachricht sendet. Denn an diesem Tag ist Valentinstag. Wenn ihr also einen Menschen kennt, der für euch so einzigartig ist wie der Antennenraum der ESA für unsere Satelliten, dann habe ich was für euch. Verschenkt doch was von Holzkern.
Die Uhren und der Schmuck von Holzkern bestehen nämlich aus natürlichen Materialien wie Stein, Perlmutt oder eben Holz, daher der Name. Und durch die Einzigartigkeit von Maserung oder Marmorierung ist jedes Stück ein Unikat. So wie die beschenkte Person auch. Und ich finde, das ist eine schöne Metapher. Noch ein Argument für Holzkern sind die schönen Geschenkverpackungen Made by Holzkern und außerdem noch die Valentinstag-Liefergarantie für alle Bestellungen, die noch bis zum 10. Februar aufgegeben werden. Lasst euch aber trotzdem nicht zu viel Zeit, es soll ja nicht knapp werden. Besucht mal die Holzkern-Website, lasst euch inspirieren und wir geben euch dafür auch noch einen Rabatt in Höhe von 15%. Nutzt dafür einfach den Code DOKTOR15 oder klickt auf den ersten Link unten in der Videobeschreibung. Und übrigens hilft uns das auch, weshalb ihr quasi doppelte Liebe verschenkt. Oder besser gesagt, versendet, und damit wären wir auch schon wieder bei unserem einzigartigen Pyramidenraum. Okay, fehlerhafte Antennen können also teure Ausfälle verursachen. Deshalb müssen sie richtig getestet werden. Ergibt Sinn. Und genau das passiert in der Hertz Chamber der ESA. Mithilfe von zahlreichen Messinstrumenten können sie hier fast alle Eigenschaften einer Antenne messen. Zum Beispiel, wie viel Energie sie abstrahlt und mit welcher Frequenz. Oder ob die Direktivität passt, also wie zielgerichtet die Antenne sendet. Aber wie simuliert man das Weltall in einem 25 x 16 x 11 Meter großen Raum? Die Messungen müssen ja möglichst realistisch sein. Und eine ganz wichtige Rolle dabei spielen die Schaumstoffpyramiden, und dazu kommen wir gleich. Erst einmal zur Messtechnik. Der Raum kann nämlich zwei verschiedene Sachen. Das erste sind Nahfeldmessungen. Mit ihnen kann man die Direktivität bestimmen, also wo in dem Raum wie viel von einem Antennensignal ankommt. Dafür benutzen wir diesen Balken, der hinter mir ist, in der Mitte des Raums. Auf diesem Balken ist auch eine Sonde platziert und dieser Balken kann sich nach links und nach rechts bewegen. Die Sonde kann nach oben und nach unten bewegt werden und daher können wir eine 2D-Ebene komplett abmessen. Und dann gibt es noch die Fernfeldmessung. Wie sieht das Signal im Weltall viele, viele, viele Kilometer weiter aus? Nehmen wir nochmal das Wasserbeispiel. Dieser Stein formt kugelförmige Wellen, die sich auf der Wasseroberfläche ausbreiten. In einer bestimmten Ferne kann man dann beobachten, dass sich also keine kugelförmigen Wellen mehr ausbreiten, sondern planare Wellen, also ebenflächige Wellen. Denn am Anfang kommt uns unsere Wasserwelle vom Stein noch gekrümmt vor. Eine Stelle trifft uns zuerst, die Punkte ein bisschen weiter rechts und links etwas später. Wenn sie jetzt jedoch endlos weiterläuft, wird der Kreis so groß, dass er uns irgendwann wie eine gerade Wand vorkommt. Und genau das wollen wir auch hier herstellen, und zwar auf einem begrenzten Raum. Das heißt, die Sonde, die wir hier hinter mir in diesem rechteckigen Loch haben, diese formt diese kugelförmigen elektromagnetischen Wellen, präziser gesagt Mikrowellen. Und diese Wellen werden dann an den zwei Reflektoren hinter mir reflektiert, und zwar in zwei orthogonalen Ebenen. Und nach der Reflexion an diesen zwei Reflektoren haben wir eine planare Welle, genauso wie wir sie dann in Zehntausenden von Kilometern im Weltraum haben. Die Reflektoren in der Hertz Chamber sorgen also dafür, dass sich das Antennensignal verhält wie im Weltraum. Und damit der Raum selbst sich auch so verhält wie der Weltraum, dafür gibt es diese blauen Schaumstoffpyramiden. Sie simulieren die endlosen Weiten des leeren Weltalls, indem sie alle überflüssigen Wellen einfach verschlucken. Man kann sich das so vorstellen, dass die Wellen so oft hier hin und her reflektiert werden, bis sie ganz abgedämpft werden. Und quasi verschwinden. Ja, und daher auch die eher große Länge an Absorbern, damit wir auch sicher gehen, dass da alles reflektiert wird. Andernfalls würden die elektromagnetischen Wellen des Signals, die nicht direkt auf die Messantenne treffen, wahrscheinlich recht schnell auf irgendeine Wand prallen. Die würde sie dann reflektieren. Anschließend würde die Welle auf einem neuen Kurs weiter durch den Raum wabern und im schlimmsten Fall irgendwann ebenfalls auf die Messantennen treffen und dadurch das Ergebnis verfälschen. In gewisser Weise sind die Schaumstoffpyramiden also das unendlich große Weltall. Also doch ein bisschen wie im Tonstudio, nur für Wellen mit sehr hoher Frequenz. Die nennt man übrigens auch Hyperschall. Die Hertz Chamber ist also ein Hyperschallraum, was, wie ich finde, ziemlich cool klingt. Auch gegen Störsignale von außerhalb des kleinen Weltraums ist die Hertz Chamber gewappnet. Die Wände bestehen aus Metall und bilden so einen faradayschen Käfig, der elektromagnetische Wellen abblockt. Perfekte Messbedingungen für Weltraumantennen also. Und trotzdem, oder vielleicht auch gerade deswegen, ist das Ganze super aufwendig. Normalerweise haben wir nur einen Versuch, weil so eine Messung kann Tage dauern. Es passiert sehr selten, dass Fehler passieren, weil man sonst alles von vorne
beginnen müsste. Und wir sind jetzt zum Beispiel jetzt schon dieses Jahr sind wir komplett ausgebucht. Das heißt, wir haben ganz, ganz bestimmte Termine für die europäischen Antennen, die hier gemessen werden. Und daher dürfen wir uns quasi keine Fehler erlauben. Hm. Und wenn ihr dann sagt, das sieht gut aus, dann könnt ihr euer Okay geben und dann ist die Antenne abgenommen. Genau, nachdem wir das Okay geben und die Antenne so funktioniert, wie sie soll, wird entweder die Antenne oder der Satellit mit der Antenne hier wieder abgeschraubt und kann dann zum Startplatz gebracht werden. Und wenn der Rest auch funktioniert, um dann ins Weltall geschickt zu werden. Die Hertz Chamber der ESA ist also die letzte Kontrollinstanz für Antennen, bevor es ins Weltall geht. Und bald soll es hier in Noordwijk sogar einen noch größeren Messraum geben, also noch mehr Schaumstoffpyramiden. Falls jemand von euch schon immer mal in die Schaumstoffpyramiden-Produktionsbranche einsteigen wollte, jetzt ist genau der richtige Moment. Jetzt ist auch genau der richtige Moment, um Tickets für meine Show zu holen. drwatson.shop, der Link ist unten in der Videobeschreibung. Ich freue mich auf euch. Ansonsten bis dahin, bleibt neugierig. Euer Cedric.